So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Zunächst der Risikohinweis, dass hier das keine Anlageberatung ist und es steht keinesfalls eine Aufforderung zu irgendwelchem Erwerb von Finanzprodukten dar. So, dann kommen wir auch gleich zu der DAX-Analyse. Zunächst gab die eben hier um 15:27 Uhr gab es drei mögliche Pfeile. Zunächst einmal sah jeder von hier aus eben um 15:30 Uhr, wie gesagt, nach oben. Ging auch dann direkt eigentlich schnurstracks bis 16 Uhr bis 10.512 Punkten. Hätte, wenn da noch ein Stück mehr vorgesehen, rund 10 Punkte. Nichtsdestotrotz war dann hier, kam eine Meldung, wer jetzt hier direkt eingestiegen ist, wären eben mit einem Stopp von 10.442 dann, nicht 42, 10.472, dann so 15 Punkte Verlust drin gewesen. Denn da dieser keine Schlusskursbasis, nichts, kein Zusatz hatte. So, und wenn man jetzt hier schön sieht, gab es kleine Reaktion hier knapp darunter. Hier war auch noch das Gap offen, beziehungsweise eben auch hier das größere Gap. Hier war nur bis zur Gap-Unterkante genannt worden. Und das zweite, dann hier ein anderes FIBO-Level. Und wie man sieht, trete dann zwischen kompletten Gap-Close und hier wieder nach oben. Also, und der kleine Stopp ist aktiviert worden und da bei den anderen kein Stopp angegeben ist, muss man auch hier so sehen, das ist vielleicht ein Fraktal und deshalb kann das auch nur hier bis ganz runter theoretisch korrigieren, um dann nach oben wieder zu drehen. Deshalb ist hier jetzt erstmal für das komplette Setup war am Anfang eben kein Stopp angegeben, sondern wenn natürlich dann das untere. Hier muss man jetzt eben schauen, was Amerika macht. Amerika turnt noch rum, es ist gerade 20:30 Uhr eben. Aber alleine nur von dieser Struktur hier sollte es vielleicht morgen maximal zu einem Gap Close kommen, komplett bei 300, 10.361 und dann müsste es nach oben drehen. Sonstige Sachen, hier war nochmal der DAX. Das hole ich den Pfund gegenüber dem japanischen Yen. Ging es kräftiger nach unten. Der Stopp hält noch. Hier ist eben auch mit den Häuserpreisen ab 16 Uhr hier was verkauft worden. Klar, jetzt ist hier das Chartbild nicht mehr ganz so toll. Allerdings Stopp ist Stopp und der Bereich dient jetzt natürlich als Widerstand, welcher vorher als Unterstützung diente. Dagegen hat Brent ja komplettes Kursziel erreicht, exakt hier fast diese Abwärtstrendlinie berührt, also seit hier Long Rücklauf, der zwar nicht ganz ideal nach unten verlief, allerdings hier das Kursziel komplett erreicht und somit eigentlich abgehakt. Wer investiert ist, noch Gewinne teilweise sichern. Etwas kann man sicherlich noch behalten. Hier würde heute Vormittag gab es keinen größeren Rücksetzer mehr in diesem Bereich. Hier drehte er komplett wieder nach oben, neues Hoch erreicht. Erst dann kam die größere Korrektur, eben ab 16 Uhr, genauso wie eben beim Pfund gegenüber japanischen Yen, aber auch hier US-Dollar. So, dann kommen wir weiterhin zu Silber, da ist nichts Größeres passiert. Gold im Prinzip auch nicht. Wurde alles die Woche besprochen. WTI, wie man hier sieht,
auch sogar leicht über das Kursziel hinausgeschossen. Da gab es gar keinen Pfeil hier runter, da gab es nur dieses Ausbruchssetup. Brent hat man besprochen hier. Pfund US-Dollar ging jetzt leider hier nach unten. Kann sich aber noch fangen, solange es nicht nach unten den Stoppkurs erwischt. Und zum Euro-US-Dollar gab es hier einen Move noch bis 1,1250. Dann der Abverkauf. Bislang hält der EMA 200 im 4-Stunden-Chart den Verkaufsdruck noch stand. Aber auch hier war, es ist schon hier diese zwei Kerzen sich hier im Chartbild ergab, war nicht mehr ganz das Setup hier so präferiert. Das Hauptdings war hier definitiv genannt worden, die 1,1265er Marke auf Stunden- bzw. 4-Stunden-Basis, wenn die geknackt wird. Den DAX hat man ja hier schon besprochen, wenn man hier sieht, was ich direkt nach meinem Urlaub hier gezeichnet, bzw. die Widerstände, was hier eingezeichnet war. Dieses wurde hier auf 4- oder auf Stundenbasis ja gar nicht aktiviert. Der Widerstand hielt dann. Allerdings ging halt hier von nicht von diesem Level, war eine Korrektur geplant, die jetzt etwas tiefer ging, was man ja vorher gesehen hat. Da war eben auch das Level hier noch benannt worden heute. Hier von vorhin. Und jetzt ging eben fast der Gap Close zustande. Das, was weiteres jetzt mit dem DAX noch passiert, das warte ich ab, was Amerika macht. Und dann gibt es wie gewohnt morgen früh gegen 8.30 Uhr, 8.40 Uhr neues Video. Denn ich, was ich eben vorher auch schon erzählt habe, ich bin der Meinung, hier dürfte was fertig sein. Und jetzt kann man sich die 15 Punkte, die man hier vielleicht eingebüßt hat, wieder zurückerobern. Danke fürs Zuhören. Und bis morgen dann.